Warum hat die große Pyramide 12 Flächen? Um diese Frage zu beantworten, sollte man die Geschichte der großen Pyramide kennen. Wer diesen Teil überspringen möchte, kann direkt zu den Fakten vorspulen. Auf Minute 9 und 10 Sekunden gehe ich auf die exklusiven Fakten ein. Für alle anderen zeige ich jetzt meine Meinung zu den drei weltberühmten Pyramiden und die Argumente, warum ich die große Pyramide isoliert betrachte. Die kurze Antwort: Sie ist die einzige Pyramide auf diesem Planeten mit 12 Flächen. Diese kleine Tatsache macht den Unterschied aus zwischen einem Tempel und einem willkürlichen Grabhügel. Bei den anderen zwei Pyramiden habe ich keinerlei geometrisches oder astronomisches Muster erkannt. Nach offizieller Meinung hat Cheops zuerst die große Pyramide gebaut, dann sein Sohn Khafre die mittlere und dessen Sohn die deutlich kleinere daneben. Während die innere Struktur der Cheops-Pyramide die Königselle verwendet, verwenden seine Nachkommen nicht mehr diese königliche Maßeinheit. Auch wenn ich die drei Pyramiden im Kontext betrachte, erkenne ich kein übergeordnetes Muster. Ich habe viele multikulturelle Maßeinheiten an den drei weltberühmten Pyramiden angewendet. Keine einzige konnte eine schlüssige Erklärung liefern, dass die drei großen Pyramiden von Gizeh einen übergeordneten Plan verfolgen. Aber das ist nur meine Meinung. Alle anderen glauben, die drei Pyramiden verfolgen eine gemeinsame Idee. Ich zeige hier mal die zwei bekanntesten Erklärungsversuche. Bei den Alternativhistorikern existiert die OCT, die Orion Correlation Theorie. Sie besagt, die Ägypter wollten den Gürtel des Orions abbilden. Die drei Pyramiden markieren die drei Hauptsterne der Orion-Konstellation. Dieser Bereich wird auch als Gürtel des Orions bezeichnet. Ich fragte mich immer, wieso haben sie nur den Gürtel abgebildet? Wenn den Erbauern die Orion-Konstellation so wichtig war, hätten sie den anderen Stern der Konstellation ebenfalls mit Monumentalbauten markiert. Aber das ist nicht der Fall. Genauso mit den drei großen Pyramiden. Vergleicht man die Proportionen der drei Hauptsterne mit der Position der drei Pyramiden, sieht man, dass die kleinste Pyramide nicht dort ist, wo sie hätte sein sollen. Wenn es doch das Ziel war, die Orion-Konstellation auf der Erde abzubilden. Auch wenn die Theorie interessant ist, wurde es von den modernen Ägyptologen als Pseudowissenschaft abgestempelt. Denn die Theorie spricht von einem 10.000 Jahre alten Ägypten. Bereits in Video 006 zeige ich, dass die Ägyptologen keine Freunde sind von dieser Vorstellung. Eine andere Theorie besagt, dass die drei Eckkanten der Pyramiden auf die Richtung Heliopolis zeigen. Heliopolis, das antike Zentrum von Ägypten. Auch hier habe ich das gleiche Problem wie bei der Orion-Theorie. Wenn es das Ziel gewesen war, die Hauptstadt anzupeilen, hätten sie alle drei Pyramiden daran ausgerichtet. Khafres Pyramide weicht deutlich von dieser Idee ab. Beide Theorien sind überzeugt, dass die drei Pyramiden innerhalb eines familiären Zeitraums erbaut wurden. Ich habe noch keine wissenschaftlichen Fakten gesehen, was diese Idee unterstützt. Vergleicht man die zwei großen Pyramiden, ist die Größe und die Grundform die einzige Gemeinsamkeit. Während die große Pyramide die Tag- und Nachtgleiche darstellt, ist das Nachfolgemodell eine einfache, vielflächige Pyramide. Der Knick an der Außenummantelung oder am Kern fehlt. Vergleicht man auch die beiden Kerne, sieht man auch einen unterschiedlichen Baustil. Die große Pyramide hat abgerundete Kanten. Die Kanten der Khafre-Pyramide sind im rechten Winkel. Und genau deshalb isoliere ich die große Pyramide von allen anderen. Und das ist eine ganz neue Betrachtungsweise. Eine Betrachtungsweise, die Isaac Newtons Tempeltheorie untermauert. Denn für Sir Isaac Newton war dieses Monument kein Grabmal. Der erste Hinweis, was mich auf die 12 Flächen der großen Pyramide gebracht hat, war das metrische Pyramidion. Es ist 1 Meter hoch und hat einen quadratischen Umfang von 12 königlichen Ellen. Das Pyramidion ist ein Skalenmodell der großen Pyramide im Maßstab 1 zu 146.
Ein Pyramidion mit 12 Maßeinheiten im Umfang ist die gleiche Idee wie die Architektur der großen Pyramide, die ebenfalls 12 Kanten im Umfang hat. Der Ursprungsort der königlichen Elle. Wie aus dieser Theorie ein Fakt wurde, erkläre ich am Ende. Aber zuerst ein kleiner Rückblick über die archäologische Geschichte der großen Pyramide. Seit dem Einmarsch von Napoleon nach Ägypten begann auch gleichzeitig der Forschungsauftrag, die Grabpyramiden und ihre Erbauer zu studieren. Im Jahre 1837 wurde der Name Cheops in der großen Pyramide gefunden. Für die Ägyptologen der ultimative Beweis, dass Cheops der Erbauer der großen Pyramide sein musste. Diese Entdeckung beantwortet alle offenen Fragen, Fall abgeschlossen. Dann die erste Anomalie. 1926, National Geographic veröffentlicht Aufklärungsaufnahmen von der Royal Air Force. Dem Piloten fiel auf, dass die Südseite der großen Pyramide in Licht und Schatten unterteilt war. Was er nicht wusste, es war zufälligerweise die Tag- und Nachtgleiche, als das Foto geschossen wurde. Daraufhin machte der Mathematiker André Prochain Untersuchungen an der großen Pyramide. Seine Messdaten inklusive Infrarotaufnahmen bestätigen eine architektonische Absicht, um dieses seltene astronomische Event darzustellen. Und diese Tatsache inspirierte einen Jungkünstler aus Ägypten. Sein Name ist Roland Baladi. Nach der gleichen Idee konstruierte er ein Kunstwerk an der UNESCO-Hausfassade in Paris. In einem Spiegelartikel erklärte er seine Idee. Die Technik mit Licht und Schatten zu malen, so Baladi, gebürtiger Ägypter, sei uralt und schon beim Bau der Pyramiden benutzt worden. Mithilfe von Computern könne das Rastersystem nun so verfeinert werden, dass zum Beispiel in der Morgensonne das Bild des jungen Entremilieu an einer entsprechenden vorgefertigten Fassade sichtbar werde und abends das Gesicht des Alten. Der einzige Haken bei der originellen Dichterehrung, wenn die Sonne hinter Wolken verschwindet, verflüchtigen sich auch die Züge der Geehrten. Auf seiner Homepage geht er mehr ins Detail. Die Schatten der vier Pyramiden schützen ihn bei seinen Kinderspielen von der starken Sonne. Seine neueste Kreation, das Solar-Bas-Relief, ist ein auf die Architektur angewandtes Werk, das eine unerwartete Verbindung zwischen Entdeckungen der Ägypter vor über 4500 Jahren und zeitgenössischer Technik im Dienste der visuellen Kommunikation im architektonischen Maßstab darstellt. Eine visuelle Kommunikation. Genau das symbolisiert für mich das Schattenspiel der großen Pyramide. Ein Signal, das einen bestimmten Zeitpunkt im Kalender markiert. Aber was wurde visuell kommuniziert? Um seine Funktion zu verstehen, können wir uns ein Bild vorstellen, das in 8000 kleine Punkte unterteilt wird. Durch die Kontrolle der relativen Neigung jedes Einzelnen ist es möglich, die Menge an Schatten zu bestimmen. Um diese Aufgabe auszuführen, wurde eine Videokamera verwendet, an der die Zeichen dekodiert und die enthaltenen Informationen an einen Computer der zweiten Generation übertragen werden. Auf diese Weise wird ein Grundplan für seine Konstruktion mit der Verwendung von 16 Farbwerten von weiß bis schwarz entworfen. Soweit der technische Aufwand, um sowas heute nachzubilden. Und jetzt wird's interessant. An der von Cheops, die größte der drei Pyramiden, erscheint jeden 21. März ein vertikaler Schatten für etwa 15 Sekunden, dank der ganz besonderen Position der großen Pyramide in Bezug auf die Sonne zu dieser Zeit. Im alten Ägypten bestand eine der Aufgaben der Priester darin, den Zeitpunkt der jährlichen Überschwemmungen des Nils vorherzusagen. Die Erbauer der großen Pyramide wendeten dieses Wissen an ihre Ausrichtung und Konstruktion an. Das Signal ist also eine Flutwarnung. Kommen wir nun zu den Fakten. 2017 wurde ein Paper veröffentlicht, auf das bis jetzt niemand eingegangen ist. Eine Tatsache, was den ägyptologischen Glauben eines Baufehlers entkräftet. Ein Paper vom Journal of Geological Resource and Engineering und heißt Petrographic Observation of the Building Stones of the Great Pyramid of Giza. Ich übersetze, die große Pyramide von Gizeh hat an ihren vier Wänden Dreiecke, die im Vergleich zu den anderen Teilen aus verschiedenen Arten von Kalkstein bestehen. Diese Dreiecke wurden während des Baus der Pyramide hergestellt. Auf der Spitze des nördlichen Dreiecks befand sich früher der Haupteingang zur Pyramide. Diese Fakten werden in diesem Artikel dargestellt und gewissenhaft bewiesen. Und ich kann euch sagen, nach diesem Artikel werdet ihr die große Pyramide in einem neuen Blickwinkel sehen. Das ist die nordwestliche Ecke der großen Pyramide. Man sieht, dass die Blöcke unregelmäßige Form haben und nicht immer ist Mörtel in den Zwischenräumen.
Aber dieser Baustil unterscheidet sich deutlich von den oben erwähnten Dreiecken. Okay. Im mittleren Teil der Nordwand haben alle Blöcke einen rechten Winkel. Und die Zwischenräume sind mit homogenen Mörtel verschlossen. Dieser mikroskopische Einblick entkräftet auch die weit hergeholte Theorie, dass die Blöcke aus geschmolzenem Gestein gegossen wurden. Die intakten Fossilien entkräften solche Hightech-Märchen. Aber auch ohne Mikroskop ist dieser Unterschied klar erkennbar. Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, diese speziellen Dreiecke bestehen aus einem härteren Gestein als der Rest des Pyramidenkerns. Als Besucher der Pyramide erkennt man, dass diese speziellen Dreiecke weniger verwittert sind. Diese architektonische Tatsache, kombiniert mit der empirischen Tatsache der Tag- und Nachtgleiche, beweist, dass die große Pyramide als zwölffächiges Monument geplant war. Oder zusammengefasst gesagt, es ist ein astronomischer Tempel. Ein Zeitmesser und Warnsystem für den Jahreszyklus. Ein planetarisches Uhrwerk. Und deshalb wird der Sphinx als der Vater des Terrors beschrieben. Er ist der Wächter für den Hügel, an dem die Zeitmessung begann. Der moderne Begriff dieses Hügels ist die große Pyramide. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf konstruktive Kritik. Community Feedback. Im Community-Bereich meines Kanals hatte ich den Namen des nächsten Videos angeteasert. Warum hat die große Pyramide 12 Flächen? Kira schrieb, weil es 12 Sternzeichen gibt. Spaßantwort, ist bestimmt komplexer. Nein, genau deswegen. Wenn es komplexer wäre, würde ich nicht darüber reden. Gute Wissenschaft zeichnet sich dafür aus, dass sie einfach ist. Und da jeder Mensch ein kreisrundes 12-Stunden-Uhrwerk kennt, würde er auch die Gemeinsamkeit der großen Pyramide erkennen, das ebenfalls wie ein Uhrwerk funktioniert.